So, ich war vor ein paar Tagen im Kino und habe mir dort Oppenheimer angeschaut. Ich will aber gar nicht näher auf den Film eingehen, sondern das Ganze hat mich dazu bewegt, nochmal etwas zu ein paar Leinwänden und deren Hintergründe zu erzählen, die ich in den letzten Jahren so gemalt habe. Das Bild mit dem Atompilz, Bombenwetter habe ich das damals genannt, von 2016, befindet sich leider nicht mehr in meinem Besitz, deshalb blende ich das jetzt ein. Und worum es dabei geht und was die Bildsprache vermitteln soll, ich denke, das sollte jedem klar sein und ist ja auch ein zentraler Punkt, worum es bei Oppenheimer geht. Auch kein neues Thema, was nicht schon zum Beispiel auch Star Trek aufgegriffen hätte, um was mit den Worten eines Cardassianers zu sagen. Es gibt Leute, die sich nach dem Krieg sehnen. Da es jedoch in den verschiedenen Regierungen dieser Welt doch einige zu geben scheint, die den Krieg tatsächlich brauchen, um glücklich zu sein, wollte ich doch mal ein paar Worte zu den einzelnen Bildern, die ich ja doch schon vor vielen Jahren gemalt habe, wie zum Beispiel die erste Version des Brexits, ne, das ist von 2017, weil mich damals diese ganze Diskussion mit dem Brexit und den Briten genervt hat. Und dann habe ich diesen Brexit-Zyklus, dieses Brexit-Triptychon, was ihr im Hintergrund seht, 2019 noch gemalt. Das hat aber persönliche Gründe. Was es damit auf sich hat, erkläre ich euch jetzt. Bei diesem Brexit-Zyklus, nenne ich es mal, geht es im Grunde genommen um die Operation Millennium. Der eine oder andere wird es auch unter dem Oberbegriff die Nacht der 1000 Bomber kennen. Das Ganze wurde durchgeführt von den Briten, also von der Royal Air Force. Das Ganze fand statt in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai 1900. 42, ne? Der Stabschef Charles Porter, glaube ich, hieß der, ordnete die Bombardierung der Zivilbevölkerung an, um deren Kampfwillen zu brechen. Und etwas Ähnliches hat Truman ja auch im Grunde genommen gemacht mit Hiroshima und Nagasaki, indem er die Bombardierung anordnete, um ein Zeichen zu setzen. Quasi weitere Kriege zu verhindern. Ziemlich absurd, der Gedanke im Grunde genommen. Es gibt da so eine Schlüsselszene in dem Film, wo Oppenheimer sagt, also als er sich mit Truman trifft und sagt, ich habe das Gefühl, ich habe Blut an meinen Händen. Und Truman sagt, wieso hast du Blut an deinen Händen? Du hast ja die Bombe nur gebaut, ich habe sie abgeworfen. Ja? Was man vielleicht noch vorausschicken sollte, ist, dass zum Beispiel Köln dem Erdboden gleich gemacht wurde, und das ist ja das, was man auf diesen Bildern sieht, ist dem schlechten Wetter in Hamburg zu verdanken, weil eigentlich war Hamburg das Ziel, ja. Und man hat dann aber quasi umgeswitcht aus Wettergründen, so steht es zumindest geschrieben. Was wir jetzt auf den Bildern sehen, ist natürlich der Grund, weshalb die Kölner auch zurück nach Köln gekehrt sind, um diese Stadt wieder aufzubauen. Es war nämlich auch mal ein kompletter Neubau dieser Stadt geplant. Aber als die Kölner sahen, dass quasi der Dom noch aus dieser Landschaft aus Trümmern herausragte, sind sie am Anfang, ich glaube, zu 100.000, 110.000 Leute sind zurückgekehrt und haben angefangen aufzuräumen und Sachen wieder aufzubauen, im Kleinen wie im Großen. Ich gehöre zu einer Generation, viele in meinem Alter werden das wahrscheinlich jetzt bestätigen. Die Väter hatten, die relativ viel getrunken haben. 2019 war es auf jeden Fall so, dass die Polizei meinen Vater bei mir abgeliefert hat. Demenz und Alzheimer, wie das im Alter halt so kommt. Ich habe mich nie so richtig auseinandergesetzt mit dieser Situation. Man kann ja Sachen auch prima verdrängen. Aber das war so der Zeitpunkt, wo ich mich gefragt habe, warum ist das in dieser Generation so? Ne? Man will ja auch gewisse Themen abarbeiten und für sich verarbeiten. Und habe mich aber ein bisschen damit auseinandergesetzt, was könnte eigentlich
der Grund sein, dass dies in einer gewissen Altersschicht doch quasi sowas wie ein Standardfamilienmodell war. Ne? Ich glaube, einer der Hauptgründe bei meinem Vater ist, wenn wir uns jetzt das Datum nochmal angucken, 31. Mai 1942, mein Vater ist im März 1938 geboren. Das heißt, in der Nacht auf den 30., 31. Mai 1942 ist meine Oma, das weiß ich noch aus Erzählungen, in einen Keller geflohen. Die haben damals noch in der Kölner Innenstadt gewohnt und sind erst später nach Porz umgezogen. Ich denke mal, dieses Erlebnis, als Vierjähriger in einen Keller zu gehen, dann dieses Getöse, die einschlagenden Bomben die ganze Nacht, dann am nächsten Tag aus diesem Keller rauszukommen und diese ganze Stadt einfach weg ist. Ne? Das ist sicherlich etwas, was man sein ganzes Leben mit sich herumschleppt. Nur gab es damals nicht, wie heute, irgendwelche Stuhlkreise oder Duzi-Duzi, lass uns mal über deine Probleme reden, Anlaufstellen, sondern es ging ums blanke Überleben. Ne? Meine Oma musste gucken, wo kriegen wir jetzt was zu essen her. Ne? Aber ich denke, dass mein Vater das sein ganzes Leben bewusst oder unbewusst mit sich rumgeschleppt hat und vielleicht auch deshalb so viel getrunken hat. Und wenn ich mir die heutige Zeit angucke, dieses ganze Gelaber von diesen Leuten, ja, die hunderte von Milliarden in Kriegsmaschinerien wieder investieren, anstatt dies in Bildung oder schöne Dinge, Kunst und Kultur zu investieren, dann frage ich mich ernsthaft, was in deren Köpfen eigentlich nicht in Ordnung ist. So. Das soll dann jetzt auch im Endeffekt als Schlusswort dienen. Es gibt ja sicherlich im Leben eines jeden immer Situationen, wo man zurückblendet und sich fragt, warum habe ich denn dieses gemacht, habe ich jenes gemacht. Ja. Manche Leute, die dann diese Bilder sehen, es ist ja jetzt kein wirklich schönes Bild, sondern es sind britische Bomber, die Bomben über Köln abwerfen. Da wird man schon des Öfteren mal gefragt, was einen dazu antreibt, im Jahr 2019 ein solches Bild zu malen, denn es handelt sich um etwas, was schon viele, viele Jahrzehnte zurückliegt. Bei mir war, glaube ich, der Auslöser die Situation mit meinem Vater und dass ich mich am Ende oder jetzt im hohen Alter doch wieder mit dieser Gesamtsituation auseinandersetzen musste. Und das Endergebnis sind diese vier Leinwände. Damit ist dann das Thema für mich auch abgehakt. Ich habe es quasi in Stein gemeißelt, wenn du so willst. Und das hängt jetzt als Mahnmal hier bei mir im Studio an der Wand. Ja, das war's dann auch schon.